Unser Titel ist etwas umfangreich, technischer Deep Dive und strategische Einordnung für die breite Einführung von Sprachmodellen in Konzernen. Das ist jetzt die Prosa-Variante. Die kurze Variante davon ist, Technik trifft Taktik. Das heißt, wir haben diese Dualität von auf der einen Seite Strategie und auf der anderen Seite Technologie. Und dieses Yin und Yang ist auch das, was wir versucht haben, heute abzubilden. Auf der einen Seite inhaltlich und auf der anderen Seite mit unseren Outfits eine klare Trennung zu machen für wer heute was liefern wird. Ich auf der einen Seite werde die Projektleiterperspektive machen. Ich bin, wie schon gesagt, Simon Eisbach. Ich verantworte viele Automatisierungsthemen, aber vor allem eben auch generative KI, hauptsächlich aus einer konzeptionellen und strategischen Perspektive. Und ich werde noch mal eine kleine Einordnung machen. Was war nochmal Gen AI, weil wir heute, glaube ich, noch keinen Vortrag dazu hatten. Wie mache ich mein Unternehmen dafür bereit? Was haben wir gebaut? Und ich werde am Ende, wenn Manuel die Plattform und die technischen Hintergründe vorgestellt hat, auch nochmal ein bisschen erzählen, wie nutzen es tatsächlich unsere User, wie ist beispielsweise die Kostenverteilung, was für Feedback kommt damit rum. Also gerne bis zum Ende bleiben. So. Den technischen Teil werde ich dann übernehmen. Manuel Seiche, in diesem Kontext hier in meiner Rolle als Full-Stack-Developer unterwegs. Wir schauen uns dann gleich an, was für Modelle könnten wir prinzipiell verwenden, wenn wir eine Chat-Lösung bereitstellen. Gehen wir kurz darauf ein, wir gehen ein bisschen länger darauf ein, wie unsere Lösung tatsächlich aussieht, wie wir Nutzern und anderen Anwendungen in unserem Unternehmen den Zugriff ermöglichen und den Zugriff ermöglichen wollen und wie wir vor allem für letztere fachliche Funktionalität validieren. Genau. So, ich setze mal ein bisschen den Fokus, wenn es funktioniert. Oder auch nicht. Gut. Alles klar, ich habe hier nur ein bisschen Delay. Genau, ich setze ein bisschen den Fokus auf die Projektleiterperspektive. Und zwar möchte ich nochmal kurz einordnen, was war nochmal Gen AI. Wirklich ganz, ganz kurz. Es geht einfach darum, wenn wir klassische KI-Anwendungsfälle haben, dann haben wir ein System, das aus Daten einen sehr spezifischen Skill, irgendeine spezifische Funktionalität erlangt. Beispielsweise hier ist ein Beispiel aus dem eigenen Haus. Dort gibt es mit Bilderkennung die Erkennung von Schäden und die Klassifikation. Dafür habe ich ganz viele Bilder von Schäden, habe die Informationen dazu geliefert und das Modell schafft es, genau diesen spezifischen Skill für sich selber zu erlangen. Ähnliches aus dem Consumer-Kontext gibt es hier mit Bilderkennung in Richtung von Objekten oder Hunderassen, Wohnobjekten, was für ein berühmtes Haus ist das. Und das hat dafür gesorgt, dass KI schon immer ganz gut anwendbar war für sehr spezifische Kontexte in verschiedenen Privat- oder auch Industriebereichen. Jetzt hat Ende 2022, Anfang 2023 aber generative KI einen unglaublichen Aufschwung bekommen durch eben ChatGPT. Ich glaube, da muss ich nicht zu tief drauf eingehen. Und der Unterschied ist da, dass nicht wie im klassischen Sinne einfach nur eine Vorhersage gemacht wird für eine Klassifikation beispielsweise, sondern dass etwas generiert wird, also es werden Inhalte erstellt. Im populärsten Fall ist das auf der einen Seite Text, also Sachen wie ChatGPT, Sprachmodelle, über die wir auch hauptsächlich reden werden, die in der Lage dazu sind, E-Mails zu verfassen, Workshops zu planen, Ideen zu generieren. Und aber auch andere Medien sind damit abgedeckt, wie beispielsweise bildgenerierende Modelle. Hier das Bild vom Papst, das auf Twitter mal eine ganze Weile rumgegangen ist, das auch komplett von einer KI erstellt wurde und niemals so stattgefunden hat, dieser Moment. Und natürlich noch ganz viele andere Medien. Also Musik kann ich sehr empfehlen, gibt es extrem gute Tools für gesprochenes Wort, also Dialog, Videos, seit ganz kurzem Code als andere Art von Text. Also das ist, was generative KI so ein wenig ausmacht. Generative KI hat jetzt einen kleinen Change mit sich gebracht, weil auf einmal von irgendwie 2% eines Unternehmens, die sinnvoll mit KI arbeiten, es potenziell 100% geworden sind. Gerade Sprachmodelle, die mit Wissen arbeitende Menschen extrem gut unterstützen können und dafür sorgen können, dass wirklich jede Person zum Nutzer wird, hat dafür gesorgt, dass das Ganze demokratisiert wurde und so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft rückt. Jetzt einmal kurz die strategische Einordnung, wirklich im Speedrun, im Schnelldurchlauf. Wie mache ich denn ein Unternehmen, vielleicht auch ein etwas traditionelleres Unternehmen, dazu bereit, damit kulturell umzugehen? Was haben wir gemacht?
Das erste ist unglaublich viel Kommunikation, um Fehlinformationen zu bekämpfen, um eine Einordnung zu schaffen, um Transparenz herzustellen von dem, was wir letztendlich wirklich als solche generative KI klassifizieren können und was eigentlich ein anderes Thema ist, wo wir nicht drüber reden. Dafür haben wir auch diese Roboter-Henne letztendlich benutzt. Das war so ein bisschen das Maskottchen, das wir aus Spaß irgendwann mal als Henriette etabliert haben, was aber letztendlich unglaublich praktisch war, weil das wie so ein Siegel, wie so ein Erkennungsmerkmal war für jetzt geht's wieder um KI und generative KI. Zum Beispiel andere Themen wie Chatbots, die mit Regeln basieren, oder Robotics, konnte man dann sagen, nein, das ist kein Henriette-Thema. Tatsächlich ein Zitat von einem Kollegen, der das zu mir gesagt hat, ist das ein Henriette-Thema oder eben nicht. Also das war sehr praktisch. Wir haben in dem Kontext über 100 Vorträge gehalten und das einmal top-down aus einer Management-Perspektive. Wir haben eine Management-Konferenz mit dem Thema KI sehr stark gespielt, wo einen Tag interaktiv auch mit Samtvorstand alle sich mit dem Thema beschäftigt haben, aber auch bottom-up über Mitarbeiter-Podcast, über offene Sprechstunden, die extrem gut besucht wurden und so weiter und so fort, haben wir erstmal alle abgeholt. Wenn inhaltlich alle abgeholt sind, ist der nächste Punkt dann die Partizipation. Auch hier wieder top-down und bottom-up. Top-down gab es aus dem Management die Strategie, wo ist der Fokus zu legen, wo in welchen Bereichen erhoffen wir oder sollten wir besonders versuchen, mehr Werte zu heben mit KI. Aber vor allem bottom-up, die aus Ideenworkshops und Ähnlichem, die konkreten Maßnahmen. Wo hilft es den Leuten wirklich? Was sind denn die Mehrwerte, die die Leute erkennen und heben? Letztendlich, wenn man die Leute so breit an Bord holt abholt und informiert und enabled, dann ist es auch extrem wichtig und da auch hier deswegen eine persönliche Empfehlung an all die Projektleiter oder Ähnliche, die gerade zuschauen, eine Navigation vorzugeben, also One Face to the Customer. Man hat extrem viele komplexe Themen. Man hat Datenschutzthemen, den EU-AI-Act beispielsweise. Man hat Informationssicherheitsthemen, die ja recht neu sind, wo es noch keine Best Practices gibt. Man hat betriebsrätliche Themen, also auch muss man gucken, dass das Ganze weiterhin im Sinne des Mitarbeiters bleibt. Und da ist es wichtig, eine zentrale Stelle zu bieten, die auskunftsfähig ist. Dass wenn Leute ankommen und sagen, ich habe dieses spannende Tool gefunden oder ich möchte dieses Dokument ins Sprachmodell einreichen, darf ich das denn überhaupt? Das ist vielleicht mit schützenswerten Daten, dass man eine auskunftsfähige Instanz hat, die sich letztendlich dazu äußert. Okay. Alles jetzt erstmal so ein bisschen High-Level abstrakt. Was haben wir denn konkret gemacht und worum soll es gehen? Was das Herzstück von der Nutzung generativer KI in der Provinzial ist, ist Provinzial-GPT-Chat oder liebevoll auch Provi-GPT genannt. Das heißt, eine eigene und vor allem regulierte Plattform für die individuelle und aber auch systematische Nutzung von GenAI. Was das genau heißt, werden wir gleich zeigen. Aber das ist unser Datenschutz, gehärtetes und abgesichertes System für die Nutzung von generativer KI. Und daraus werde ich auch gleich noch ein paar Insights am Ende teilen. Henriettes Army haben wir sie jetzt mal genannt, die GPT User Group, unsere aktive Community von Nutzern unserer eigenen KI-Plattform. Das sind seit kurzem 1.500, 1.600 Personen. Also auch da eine ganz wertvolle Ressource, aus der wir Informationen ziehen können, wie Personen jetzt letztendlich damit umgehen und was es dem Unternehmen bringt. So viel von der Projektleiterperspektive vorerst. Wir wechseln zum Technischen. Jo, danke dir, Simon. Du hast gerade schon gesagt, seit ChatGPT rauskam, Ende 2022, ist dann super Hype draufgekommen auf das ganze Thema. Und hinter ChatGPT damals steckte ja das GPT 3.5 Modell. Also das Ding, ich mache mir mal so einen Laserpointer, das Teil hier oben. Ja. Und es ist mittlerweile aber so, dass neben diesem Modell noch weitere rausgekommen sind. Also im Laufe des letzten Jahres, ich glaube April, sowas um den Dreh, wurde GPT-4 angekündigt und darauf basierend auch ein super, super geniales Thema, nämlich eine multimodale Datenverarbeitung oder eine Variante davon, mit der man neben Texten auch Bildern verarbeiten kann. Das ist dann eben dieses GPT-4 Vision. Neben OpenAI gibt es aber mittlerweile auch andere Provider, die uns LLMs zur Verfügung stellen. Und das sind teilweise auch Open-Source-Modelle. Also ich habe mal noch zwei andere Beispiele mitgebracht. Einmal hier Llama 2 von Meta oder Mixtral von Mixtral AI. Das sind allerdings nur ein paar Beispiele. Ja,
Und einige davon sind jetzt kommerziell verwendbar, andere vielleicht wieder nicht. Ne? Einige sind folgen dann irgendwie so einem Bezahlmodell per Token. Andere kann ich vielleicht auf meiner eigenen Hardware hosten. Das Wichtige ist, da passiert aktuell unglaublich viel. Und das ist nur ein ganz kleiner Teilausschnitt möglicher Modelle. Und ich spendiere mir nochmal einen roten Rahmen, weil das ein super wichtiges Thema ist. Also nochmal, wir wissen nicht, wie sieht es in 3 Monaten aus? Gibt es irgendwie in 3 Monaten, gibt es in einem halben Jahr, was weiß ich, gibt es da vielleicht ein tolles Modell, was Open Source ist? Ja, ein bisschen plakativ, aber wäre potenziell denkbar, dass das funktioniert. Ja. Und ich spendiere noch ein paar Pfeile, denn das hat natürlich auch Implikationen auf eine Lösung, die wir unternehmensseitig entwickeln. Die muss mit diesem dynamischen Umfeld, wo keiner von uns weiß, wo es demnächst hingeht, muss sie irgendwie umgehen können. Ja. Und das, da denken wir, haben wir mit ProviGPT eben eine entsprechende Lösung geschaffen, mit der wir das können. Ja. Und ich zeig mal einmal, wie das Ganze aussieht. Dafür wechsle ich mal in den Browser. So, ich habe 2 Tabs offen. Einmal denjenigen aus unserer Entwickler-Test-Umgebung. Den schauen wir uns gleich genauer an. Ich zeige aber erstmal, wie es sich in der produktiven Umgebung, also so wie es unseren Endnutzern geben, verkauft. Da haben wir die Möglichkeit, einen Chat-Typen auszuwählen. Das ist zum einen entweder hier Chat, ich gebe Sprache ein, klicke Sprache wieder raus. Oder eben, ich generiere mir Bilder. Tatsächlich auch ein Use Case, wird Simon nachher noch darauf eingehen, der sehr relevant ist. Zumindest meiner Überraschung. Ja. Wir haben deutlich mehr Möglichkeiten. Wir haben auch schon festgestellt, dass die Modellauswahl hier bei vielen schon für Verwirrung sorgt. Das ist schon ein sehr technisches Detail, wo wir halt daran arbeiten, das auch noch wegzuabstrahieren. Da hängen aber deutlich mehr technische Details hinter, die wir dann in der Entwickler-Testumgebung beispielsweise anzeigen. Also hier zum Beispiel haben wir nach hinten raus uns entschieden, wir können jetzt technisch kommunizieren, beispielsweise mit Modellen auf Azure OpenAI Services. Microsoft ist ja in der Lage, die Modelle von OpenAI auf europäischen Servern bereitzustellen. Oder eben auf Servern in Regionen, mit denen es einen entsprechenden Angemessenheitsvertrag hinsichtlich der DSGVO gibt. Oder eben, wir können zum Test auch abbiegen auf die aktuellsten Modelle von OpenAI, die allerdings dann auf amerikanischen Servern liegen. Das heißt, das ist was, das wir auf keinen Fall irgendwie nach Produktionsstage, und Simon sagte schon, wir haben das Ganze im entsprechenden Datenschutz betrachtet. Ja, wenn ich jetzt hier in den Chat eingebe, das mache ich mal. Wer bist du? Dann bekomme ich in der Antwort zurück, man hat es jetzt auf die Schnelle vermutlich nicht gesehen, aber das Ganze folgt ja auch diesem Streaming. Das heißt, es ist nicht die ganze Antwort auf einmal erschienen, sondern es kam mir entsprechend Teil für Teil. Dann bekomme ich eine Antwort von Henriette. Und da steht auch dran, hey, ich bin Henriette und ich bin der Allround-Assistent für die Provinzialversicherung. Ja. Wesentlich mehr an Kontext reichern wir im Hintergrund auch überhaupt nicht an. Wir haben festgestellt, dass das tatsächlich dazu führt, je mehr man dazu packt, dass irgendwann spezifischere Antworten oder spezifischere Fragen nicht mehr richtig beantwortet werden oder eben nicht mehr so, wie man es eigentlich erwartet würde. Dann kam zum Beispiel Code raus, obwohl man eigentlich ein Mail-Template erwartet hätte. Das war super nervig. Aber wir ermöglichen dem Anwender, der jetzt speziellere Anforderungen hat, einen eigenen Kontext anzugeben. Das heißt, ich kann jetzt hier beispielsweise sagen, hey, schreibst mir ein Full-Stack-Developer antworte technisch und kurz gefasst deine bevorzugte Programmiersprache ist Java. Können wir gerne nachher diskutieren, können wir auch lassen. Wenn ich jetzt einen neuen Chat abschicke und ich sage ihm mal, schreibe mir ein Hello World, dann würde ich hier erwarten, dass ich in der Antwort entsprechend ein Hello World in Programmiersprache Java kriege. Und ich hätte auch eigentlich erwartet, dass es entsprechend highlightet, vielleicht so ein GPT-3.5-Ding. Genau, da haben wir es. Wir haben nämlich konfiguriert Syntax-Highlighting für alle Programmiersprachen, die wir im Haus bei uns so einsetzen. Ja. Das sind neben Java auch noch ein paar weitere, teilweise auch ziemlich exotische Dinger. Aber Java ist so sehr, sehr stark verbreitet. Ja. Wir haben neben der Möglichkeit, solche Chats durchzuführen, rein textbasiert, haben wir auch die Möglichkeit, Bilder zu generieren und auch Bilder zu verarbeiten. Ich zeige mal einmal, wie die Bildgenerierung aussieht. Stellen auch immer je nach Chattyp stellen wir entsprechende Beispielprompts zur Verfügung. Nehmen wir mal hier beispielsweise die, sind ja langweilig. Nehmen wir den hier, der ist doch schön. So.
Bildgenerierung läuft jetzt tatsächlich auch über ein DALL-E 3 Deployment, was wir von Microsoft auf europäischen Servern erhalten. Ja, wichtig an der Stelle ist, es ist halt irgendwie eine Preview-Variante von Microsoft aktuell. Wir gehen davon aus, dass es demnächst irgendwann eine gibt, die General Available ist. Und dann sind wir die Ersten, die das verwenden. Denn wie gesagt, haben festgestellt, dass das von vielen Nutzern verwendet wird. Ja, auch gerade beispielsweise im Marketing-Umfeld. Also es ist ein super spannendes Thema. So, dann haben wir jetzt hier mal zwei Beispiele und zeigen die hier jetzt in niedrig aufgelöster Form an. Und wenn ich auf diesen Button hier drücke, bekomme ich eben die hoch aufgelöste Variante heruntergeladen. Also da auch steckt tatsächlich mehr Logik drin, als man denkt. aber wie gesagt, super relevanter Use Case. Was wir außerdem noch haben, ist die Anbindung von eben diesen multimodalen Modellen. Also da hat OpenAI Mitte letzten Jahres, haben die im Devstream mal gezeigt, hey, wir können hier ein Scribble reinpacken von einer Website und generieren euch daraus dann den Code für die Website. Ja. Und im Hintergrund konnte man so ein bisschen sehen, wie die das implementiert haben. Und wir hatten das angeboten, bevor die es live hatten. Und als es aktiviert haben, konnten wir es einfach bei uns umschalten. Das war ziemlich cool. So, und wenn wir das mal, ich mache mal hier beispielsweise irgendwas, was ich gerade sehe, nehmen wir das Symbol hier und fragen ihn, was er da sieht. Ich nehme einfach mal fragen, hey, was liest du denn hier? Und kriegen dann hoffentlich, ich hätte ihm sagen sollen, was beschreiben. Ah ja, perfekt, das Azure-Logo von Microsoft. Großartig. Also auch das hier, jetzt kann ich mit ihm über das Bild chatten. Das ist jetzt auch nichts unbedingt was Neues. Ja, ich kann hier oben noch sehen, was ich ihm für einen Kontext mitgegeben habe. Der ist natürlich noch aktiviert, den haben wir mir gerade mitgegeben. Also soll immer noch ein Fullstack. Ja, also tatsächlich klappt so, wie es soll. So, eine andere Sache, die wir auch noch haben, die wir demnächst auch produktiv zur Verfügung stellen wollen, nach entsprechender regulatorischer Betrachtung, ist das Untersuchen eigener Wissensbasis, Basen. Ja, Plural ist immer noch gewöhnungsbedürftig, Knowledge Basis. Und das ist immer so das, was als Killer-Use-Case verkauft wird. Ne? Denn jeder hat irgendwie eigene Daten, die er durchsuchen möchte, die möglicherweise nicht in das Training von so einem General-Purpose-Modell eingeflossen sind. Beispielsweise Unternehmensdaten. Ja? Die kennen diese GPT-Modelle natürlich nicht. Die müssen wir also irgendwie anreichern. Ja? Und das machen wir mit einer Retrieval-Augmented Generation. Da habe ich gleich noch eine kurze Folie zu. Prinzipiell ermöglichen wir aber eben das über so eine Select-Box hier zu konfigurieren. Ich kann jetzt, gehen wir mal hier drauf, ich kann eigene Wissensbasen hinzufügen als Nutzer, kann dann hier Dokumente reinziehen, ein paar Beschreibungen anpacken, Nutzer dazu packen, die das Ganze lesen können. Ja, da liegt also eine entsprechende Berechtigungssteuerung und dann kann ich das Ganze attachen. Da haben wir auch eben angenommen, dass es auch möglich sein könnte, mehrere Wissensbasen an denselben Chat anzuhängen. Ja, ich gehe mal einmal auf das 3.5er-Modell. So. Und wähle mal eine spannende Wissensbasis aus, wo zwei Dokumente mit mehreren hundert Seiten drin sind, öffentliche, und frage jetzt mal nach einer konkreten Frage, nur mal die rechtfertige ich eine strategische Investition. Ja, das ist die Antwort auf diese Frage steht in den Dokumenten drin, oder ich möchte sie konkret auf Basis dieser Dokumente beantwortet bekommen. Und jetzt geht er nach hinten raus eben an eine entsprechende Search Engine, geht ein paar Mal an das LLM und wir sehen dann, die finale Antwort kommt wieder gestreamt zurück. Und dieses Streaming ist auch aktuell der Grund, weshalb wir hier dann gesagt haben, hey, wir schreiben die Quellen, die wir natürlich auch kennen, einfach textuell drunter. Da haben wir irgendeinen Feature-Round auch mal damit rumexperimentiert, dass man das als Buttons anzeigt. Möglicherweise wird es, wenn wir es produktiv setzen, auch dann wieder sowas werden. Aktuell verhält sich einfach exakt wie ein anderer Chat auch. Und da sehen wir halt jetzt, alles klar, er hat mir die Frage irgendwie beantwortet. Und außerdem sagt er mir noch, auf welcher Seite die Antwort auf diese Frage steht. 240 ist übrigens richtig. Das ist die einzige Frage, die ich immer zu diesen Dokumenten stelle, deshalb weiß ich, dass das die richtige Seite ist. Und unabhängig davon, wie er das hier beschrieben hat, ist allein schon die Information, dass es auf Seite 240 steht, natürlich schon super hilfreich. Am Endeffekt ist es jetzt einfach ein Assistent, der für mich dieses Dokument in Windeseile gelesen hat und mir sagt, schau doch mal in die Ecke. Ja, also extrem, extremst hilfreich. Okay. Wie haben wir das jetzt architekturell gemacht? Dafür springe ich mal wieder in die Präsentation zurück. Das war die falsche Folie. So, springen wir hier zurück. Und dafür habe ich ein paar UML-Diagramme mitgebracht. So, wir haben jetzt gerade mal den Nutzer gemacht.
ja, und haben auf unser ProBGBT zugegriffen. Das ist dieser Knoten in der Mitte. Wichtig dabei ist jetzt, das Ding ist entwickelt worden, um den Rahmenbedingungen, die wir an unserer Entwicklung in der Provinzial haben, zu entsprechen. Ja, das sind so Geschichten wie beispielsweise, welchen Identity Provider setzen wir jetzt ein, um einen OAuth2-Flow zu starten? Ne? Oder was für ein relationales Datenbankmanagementsystem verwenden wir, um Chats zu persistieren? Ja? Das ist also sehr spezifisch dahingehend implementiert, dass es eben in unseren Rahmen passt. Nach hinten raus haben wir jetzt gerade, wenn ich eine Nachricht geschrieben habe, hey, wer bist du, sind wir abgebogen nach Microsoft Azure auf entsprechend EU-West-Deployment von 3.5 und haben dann die Antwort zurückgestreamt an den Nutzer. Genauso gut wäre aber denkbar, und genauso wäre passiert, wenn ich jetzt auf OpenAI geswitcht wäre oder eben möglicherweise, haben wir auch implementiert, eine Anbindung eigener Wissensmodelle, eigener Sprachmodelle, Entschuldigung, auf einer eigenen Machine Learning Plattform, die Kollegen von uns hochgezogen haben. Wichtig ist, das Ganze wird vom Nutzer entsprechend wegabstrahiert. Das heißt, der sieht, in unserem Fall sieht er aktuell noch den Modellnamen, das perspektivisch halt auch nicht mehr, aber es ist ihm prinzipiell egal, ja, sondern das Chatverhalten ist halt sichergestellt. Und die gleiche Abstraktion möchten wir auch anderen Anwendungen geben. Was heißt jetzt andere Anwendungen? Beispielsweise jetzt, was wäre ein Beispiel, der Speiseplan. Also, das ist ein super Beispiel. Irgendwann haben wir vielleicht interaktive Speisepläne. Aber irgendwas, was wir intern bereitstellen wollen, was möglicherweise mal so eine GPT-Funktionalität verwenden möchte. Das ist aktuell natürlich irgendwie der Hammer, mit dem man jedes Problem oder jeden Nagel halt reinkloppen kann. Ja. Dann möchten wir das auch ermöglichen über denselben Weg. Und auch für den soll wegabstrahiert werden, welchen LLM-Provider wir ansprechen. Wir wollen uns nicht an einen koppeln. Das ist das Wichtige an der Ecke. Und wir haben außerdem noch einen Pfeil in Richtung eben einer Search Engine, um eine Retrieval Augmented Generation durchzuführen, um eben eigene Dokumente anzureichern an einen solchen Chat. So, wie funktioniert das jetzt? Dafür habe ich kurz ein Beispiel mitgebracht. Also, eben die Frage, die ich gestellt habe, war irgendwie nach der strategischen Investition. Ich mache jetzt ein bisschen abstrakteres Beispiel. Wer ist John Doe? Was mache ich jetzt, um diese Frage mit meinen eigenen Dokumenten zu beantworten? Ich unterziehe diese Frage einem Text-Embedding. Ich bilde das also ab auf so eine numerische Repräsentation, ja, so ein Vektor. Beispieldaten, die man vielleicht sehen kann. Und jetzt gehe ich mit diesem Vektor hin und suche mir die relevantesten Dokumente aus meiner Search Engine. So, ich habe also eben eine entsprechende Search Engine, da ist eine ganze Menge von solchen Dokumenten drin und an jedem dieser Dokumente hängt neben dem Text, das kann beispielsweise, in unserem Fall gerade, was wir uns angeguckt haben, war das eben eine Seite des PDFs, hängt außerdem noch so ein Embedding dran, also auch so ein Vektor, den wir mit demselben Modell erstellt haben, mit dem wir auch das hier oben erstellt haben. Und jetzt können wir eben hingehen und können eben mit einem entsprechenden Ähnlichkeitsmaß feststellen, dass das hier unten möglicherweise von diesen beiden zumindest das relevantere Dokument ist, um diese Frage zu beantworten. Nicht unbedingt eindeutig, dass man das so machen kann, ne? Weil auf der rechten Seite haben wir eben auch John Doe drinstehen, da steht aber auch noch so im Gegensatz zu davor. Das heißt, wir können in gewisser Weise mit diesen Embeddings semantische Suchen durchführen. Das ist das Wichtige an dieser Vorgehensweise. Und auf die Weise holen wir uns jetzt eine Menge relevanter Dokumente aus unserer Search Engine. Das können wir in diesem Beispiel, haben wir jetzt zwei genommen. Einmal, dass der John ein kaffeesüchtiger Nickler ist, einmal, dass er gerne Badminton spielt und dass Kaffee allgemein super ist, warum auch immer das auf derselben Seite im PDF stehen sollte. Aber wichtig ist, diese Information hier, Kaffee ist wundervoll, da sind wir uns sicherlich einig, diese Information ist nicht wichtig, um die Frage, wer ist John Doe, zu beantworten. Deshalb nehmen wir das ganze Dokument oder alle Dokumente, die wir haben, und fassen die nochmal zusammen hinsichtlich der gestellten Frage, um das nochmal ein bisschen zu kondensieren. Und dann nehmen wir die Frage, paketieren das Ganze, schicken das nochmal als eine Query an so ein LLM, schicken ihm also sowohl die Antwort als auch die Frage, und er gibt uns dann eben die Antwort, hey, alles klar, John Doe ist kaffeesüchtiger Entwickler, der gerne Badminton spielt. Und auch noch die Quellen, die kennt er auch, weil wir in jedem dieser Dokumente auch noch Metadaten haben. Und das war das, was wir gerade gesehen haben. Und dafür haben wir den Pfeil in Richtung Search Engine. Und da ist prinzipiell auch denkbar, gehe ich jetzt aber nicht weiter darauf ein, dass wir da auch noch weitere Dokumente aus anderen Quellen anreichern, die nicht durch den Nutzer hochgeladen werden. Ne? Da gibt's ja, kann man sich ja zahlreiche Sachen denken. Ist aber super unternehmensspezifisch. Ich zoome jetzt noch mal einmal in diesen mittleren Block rein. Nehmen Sie noch mal minimal auseinander. Da drin haben wir eine Frontend-Komponente und eine Backend-Komponente.
irgendwie logisch. Ja, warum hebe ich das nochmal hervor? Weil die Zugriffswege für unsere Klienten unterschiedliche sind. Als Nutzer haben wir gerade zugegriffen auf das Frontend. Das Frontend hat uns automatisch angemeldet, mit entsprechendem OAuth2-Flow. Nach hinten raus ist es gegangen ans Backend, um eben die Chat-Funktionalität transitiv über die ganzen LLM-Provider zu erhalten. Andere Applications, also der gerade genannte Speiseplan, ja, der würde, also der interessiert sich gar nicht für das Frontend. Der stellt ein eigenes bereit, ne, die Speisekarte in dem Fall. Ja. Mit dem Chat fertig. Ich finde das Beispiel total geil. der würde direkt an unser Backend sprechen und würde damit die gleiche Funktionalität technisch erhalten, wie auch der Anwender eben transitiv über den anderen Weg. Wichtig an der Ecke ist aber, dass die Schnittstellen, die wir dafür verwenden, andere sind. Und dafür zoome ich nochmal rein, und zwar in dieses Backend und schneide da noch ein paar andere Sachen weg. Das Ganze sieht nämlich dann so aus. Wir haben zwei verschiedene API-Typen, also zwei verschiedene Schnittstellentypen, die wir ansprechen können. Aus unserem Frontend heraus sprechen wir mit einer Private API. Das ist eine sehr technische, wo auch sehr viele technische Objekte übergeben werden. Die soll halt so eine Other Application, der Speiseplan, soll die gar nicht kennen. Die Public API wiederum ist so abstrakt formuliert, dass eine Other Application absolut gar nicht wissen muss, was für LLM-Provider im Hintergrund angesprochen werden. Also dem ist egal, gehe ich jetzt auf OpenAI, gehe ich jetzt auf Kubeflow, whatever, auf eigene gehostete Modelle. Der kriegt aber von uns eine Schnittstelle, die ihm entsprechende fachliche Funktionalität verspricht und in strukturierter Form antwortet. Ist jetzt nicht so leicht greifbar. Ich gebe noch was dazu, um es vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen. Anstatt, dass wir an der Stelle sagen, hier, das ist mein Eingabeobjekt, benutzt mal GPT-4, haben wir ein fachlich definiertes Eingabeobjekt und sagen ihm, ey, mir ist gerade wichtig, dass die Antwort von der Qualität her hoch ist. Gib das dann noch als zusätzlichen Parameter mit. Ein Entwickler vom Speiseplan, der weiß dann möglicherweise, weil wir es ihm gesagt haben, dass im Hintergrund auf ein GPT-4 abgewogen wird, er muss es aber eigentlich nicht mehr wissen. Er sagt halt, für mich ist Qualität wichtiger als Performance oder eben genau andersrum. Ich möchte jetzt möglichst schnelle Antwort haben und im Hintergrund biegen wir vielleicht nach GPT-4 ab und nach GPT-3.5. Kann aber auch sein, dass wir eben, was weiß ich, auf ein Mixtral 7b abbiegen oder so. Ja, auf die Weise abstrahieren wir das weg. Wenn wir das machen, auf diese Weise den Zugriff abstrahieren und wir tauschen im Hintergrund ein Modell aus, dann kann es trotzdem sein, dass plötzlich diese fachliche Funktionalität nicht erhalten bleibt. Das Problem ist, verschiedene Modelle brauchen verschiedenes Prompting. Und es kann sein, dass ich jetzt zwar, die Schnittstelle ist weiterhin funktional, aber die fachliche Funktionalität, die wir versprochen haben, wird nicht mehr in allen Fällen eingehalten. Und das müssen wir gewährleisten, dass das eben nicht passiert bei einem Modellwechsel. Und dafür haben wir entsprechende Unit-Tests, die wir bei einem Modellwechsel durchführen. Und diese Unit-Tests sind fachlich definiert. Das heißt, wir haben von den entsprechenden Entwicklern der Other Application haben wir dann fachliche Daten, fachliche Eingabedaten und das erwarteten fachlichen Ausgabedaten zugeschickt bekommen. Und haben das abgebildet auf sehr Use-Case-spezifische Unit-Tests. So. Was ist das Problem bei diesen Unit-Tests? Man muss ein geeignetes Maß an Fuzziness definieren. Das ist zumindest in dem Fall, den ich gerade vor Augen habe. Also wir haben da einen konkreten Fall, der ist vergleichbar mit dem, was ich jetzt hier als Beispiel mitgebracht habe. Man muss halt gegebenenfalls ein bisschen fuzzy unterwegs sein. Also ein Beispiel, was ich jetzt gerade hier habe, das ist auch mal so ein klassisches Beispiel, wo man tatsächlich KI irgendwie braucht. Ich habe Freitextfelder und möchte irgendwie die Inhalte aus diesen Freitextfeldern auseinandernehmen. Ja. Und das sind jetzt mal, das ist Freitextfeld 1, da hat ein Nutzer VS 50.000 eingetragen und auf der rechten Seite Freitextfeld 2, da hat der Nutzer irgendwie Versicherungssumme 20.000 Euro eingetragen. Ja. Und ich möchte jetzt gegenüberstellen, was ist die Versicherungssumme links und was ist die Versicherungssumme rechts in strukturierter Form. Dann wären das hier, wenn ich das von meinem LLM bekäme oder auch in strukturierter Form in einem JSON-Objekt, dann wären das hier beides, sind wir uns sicherlich einig, valide Antworten. Ja, könnte sich jetzt auch vorstellen, dass die Trennpunkte vielleicht nicht da sind. Ne? Auch das wäre valide. Was allerdings eine falsche Antwort wäre, wäre das hier. Ja, da haben wir plötzlich auf der linken Seite 20.000 stehen und 20.000 ist offensichtlich falsch. Und das ist tatsächlich, je nach Use Case gibt es halt diesen Spielraum, den man da hat. Und deshalb muss man da gegebenenfalls super spezifische Unit-Tests für entwickeln, um halt zu gewährleisten, dass ich bei dem Modellwechsel ein
nach wie vor in der Lage bin, alle Anforderungen an unsere Anwendung abzudecken. Ja. Alles klar. So, das war der technische Deep Dive. Wir wechseln noch einmal. Ich habe mit Blick auf die Uhr, wir sind schon fast, eigentlich schon ganz am Ende, aber wir sind ja der Letzte vor der Mittagspause. Das heißt, ich glaube, da können wir ein, zwei Minuten jetzt noch für die Fachlichkeit oder die strategische Perspektive aufbringen. Und zwar, wir haben jetzt die Plattform, wir haben jetzt die Nutzer. Die Plattform ist so, wie Manuel sie beschrieben hat, also gibt sowohl Bilder zur Verfügung, also man kann Bilder generieren, man kann Text bearbeiten. Wie wird das Ganze letztendlich von unseren Nutzern verwendet? Erstes Learning, Bilder werden erschreckend viel häufiger benutzt, als wir es erwartet hätten. Also wir haben bei Text sind die Anwendungsfälle, wir werden gleich auch noch zeigen, welche das so sind, sehr mannigfaltig. Da ist also ist sehr klar, dass man sich viele Anfragen stellt, viel damit interagiert. Bei Bildern dachten wir, das ist so ein Gimmick, vielleicht für das Marketing. Aber nein, gerade für Folien und Ähnliches werden sehr, sehr viele Bilder generiert, was letztendlich auch dafür sorgt, dass da entsprechende Kosten auch entstehen. Das werden wir auch gleich ganz, ganz gut sehen. Und natürlich, wenn jemand neu auf die Plattform kommt, ist das Erste, was die Person macht, irgendwie sich 30 Bilder zu erstellen. Also es gibt dort auch so noch einen Initiativeneffekt, der dann mit der Zeit ein bisschen abflacht, bleibt aber konsistent relativ hoch. Wie ist die Kostenverteilung? Hier einmal prozentual grob zum Einschätzen. Ich glaube, GPT-4 ist Faktor 20-fach teurer pro Anfrage als 3.5. Das heißt, das muss man bedenken, wenn man sich das hier anschaut. GPT-3.5 haben wir so als Standard-Default-Option mit reingenommen, hat dementsprechend immer noch die meisten Anfragen. Aber Learning, die Leute wechseln aktiv auf GPT-4. Also die Leute scheinen da einen Bedarf zu sehen und gehen den Umweg und sagen, das Langsamere ist nicht so schlimm für mich. Dass das teurer ist, nehme ich auch in Kauf. Ab und zu wird diese Qualität echt einfach gefordert und anscheinend auch gebraucht. Vom Kostenpunkt Dolly, mit der 30% Nutzung macht trotzdem über 50% der Kosten aus, weil Bildgenerierung relativ ressourcenintensiv ist. Einfach mal zum Darstellen. Wie nutzen die Leute es letztendlich? Da sind die Punkte relativ eindeutig und intuitiv, aber Leute sind auch relativ kreativ. Also Inhalte erstellen, seien das irgendwie Workshop-Pläne oder Ähnliches, seien das Vorträge, Code schreiben lassen, das können aber auch Dokumentationen sein oder Debugging, also auch dort viel Varianz. Wissen finden, das ist immer so ein Anwendungsfall, wo wir immer eher kritisch sind, weil Halluzinationen natürlich eine Sache sind, aber bei sehr grundlegenden Sachen kann man das tun. Da ist die Kommunikation wichtig, dass Leute es einschätzen können und Ideen sammeln. Da haben auch Leute beispielsweise schon das Sprachmodell per Systemprompt als Sparring-Partner eingestellt und gesagt, okay, kritisier mal alles, was ich dir erzähle, um sich vorzubereiten auf echte Kritik, die ihnen entgegenkommen kann von ihren Ideen. Zu guter Letzt, sollte man bedenken, einfach, dass es ein Self-Selection-Bias ist. Also die Leute, die bei uns in der Testgruppe sind, sind auch Leute, die sich da aktiv drum beworben haben. Wenn man die generelle Population am Ende nimmt, dann kann es natürlich nochmal Abweichungen geben. Was fehlt noch? Die häufigsten Wünsche, auch hier mal in einer Wordcloud gezeigt, sind Kontext, 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 Wissen. Also Leute wollen unbedingt ihr eigenes Wissen da reinbringen. Sie wollen Anbindung von Wissensquellen wie Confluence oder andere Systeme, Hochladen von konkreten Dokumenten, was wir eben auch gezeigt haben, Einbindung in Code-Umgebungen, der soll wissen, wo er sich bewegt, was ich schreibe, was ich für Abhängigkeiten habe und natürlich die API, um damit weiterarbeiten zu können. Also das ist und bleibt immer noch der größte Hebel. Leute wollen ihr Wissen damit drin haben.